Ihr kennt es. Man läuft am Dönerladen vorbei, hat schon Hunger und möchte am liebsten direkt in den Döner reinbeißen. So ging es mir die ersten Jahre, als ich vegetarisch bzw. vegan geworden bin, und deswegen habe ich lange nach einem richtig guten veganen Dönerrezept gesucht. Deswegen bin ich stolz darauf, euch heute mein bestes veganes Dönerrezept vorstellen zu dürfen. Ich habe viel ausprobiert, die meisten machen den Döner mit Seitan. Ich habe aber die besten Ergebnisse mit Räuchertofu erzielt. Deswegen machen wir heute den Döner auch mit Räuchertofu. Das war's mit dem Intro. Viel Spaß mit dem Video. Wir beginnen mit der Soße. Wir machen hier eine Kräutersoße. Dafür habe ich pflanzlichen Skier, vegane Mayo, Knoblauchzehen, eine Zitrone bzw. den Saft davon, Dill, Petersilie sowie Salz und Pfeffer. Wenn ihr keine frischen Kräuter habt, könnt ihr auch gefrorene Kräuter nehmen. Oder wenn ihr keine Kräutersoße mögt, dann könnt ihr auch einfach die Kräuter weglassen, ein bisschen mehr Knoblauch nehmen und dann habt ihr eine Knoblauchsoße. Als nächstes schneiden wir das Gemüse. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Einmal Rotkrautsalat, den könnt ihr entweder fertig kaufen oder auch selber machen. Dann habe ich hier noch ein paar Sprossen, Gurke, Tomaten, Zwiebel. Und ihr könnt da aber auch ganz kreativ werden. Also auch Mais reinmachen oder Möhre oder worauf ihr halt Bock habt. Ganz klassisch wäre natürlich noch Eisbergsalat. Den habe ich jetzt hier nicht dabei, weil ich davon kein Fan bin. Jetzt zum wichtigsten Part, dem Fleisch bzw. dem Tofu. Ich nehme hier Tofu von Taifun. Ist nicht gesponsert, auch wenn es so aussieht, aber ich kann mit dem das beste vegane Dönerfleisch machen. Ihr könnt natürlich auch anderen Tofu probieren, aber der andere Tofu war meines Erachtens nicht so gut wie dieser hier. Des Weiteren braucht ihr noch eine Reibe und mit das Wichtigste für das vegane Dönerfleisch ist hier das Gyros-Gewürz. Könnt ihr einfach in einem türkischen Laden kaufen oder gibt es mittlerweile auch im Supermarkt. Wenn das Fleisch ordentlich knusprig ist, dann könnt ihr das Gyros-Gewürz hinzufügen. Und dann werdet ihr auch schon merken, wie es diesen klassischen Dönergeruch bekommt. Als letztes machen wir das Brot. Gibt es mittlerweile auch im Supermarkt oder wie gesagt im türkischen Laden. Und dafür holt ihr euch am besten dieses Baby hier. Das ist ein Kontaktgrill. Den habe ich hier jetzt auch schon vorgeheizt. Ihr könnt das Brot aber auch im Backofen machen, gibt aber nicht dieselben Ergebnisse wie beim Dönerladen. Schneidet das hier einfach in Viertel. Währenddessen ihr das Brot macht, lasst das Fleisch einfach auf kleiner Flamme braten, dass es noch warm bleibt. Und während das Brot hier im Kontaktgrill ist, könnt ihr auch, das habe ich von meinem Dönermann gelernt, das immer mal hier so ein bisschen drehen und dann nochmal reinmachen. Je nachdem, wie fest ihr es haben wollt, könnt ihr es mehr runterdrücken oder weniger. Der Moment ist gekommen. Wir können unseren Döner endlich befüllen. Das ist natürlich noch ziemlich heiß, deswegen nehme ich hier so einen Ofenhandschuh.
Dann könnt ihr das Brot erstmal aufschneiden. Und das hier ist auch ein wichtiges Stück Equipment, die Zange. Damit machen wir das Brot hier so ein bisschen auseinander. Und geben erstmal ein bisschen Soße rein. So, jetzt kommt das Fleisch rein. Wichtig ist, dass ihr das Fleisch hier schön verteilt, weil das ist natürlich der Albtraum eines jeden Döneressers, dass unten nur noch Fleisch kommt. Das wollen wir dann nicht haben. Deswegen verteilt es über die ganze Fläche. Dann kommt das Gemüse drauf. Und als letztes immer noch mit ein bisschen Soße abschließen. Jetzt ist euer veganer Döner auch schon fertig und ready zum Genießen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Döner fandet und ob er mit einem echten Döner mithalten kann. Ansonsten schaut euch gerne dieses Video hier von mir an. Da seht ihr, was ich als veganer Ernährungsberater an einem Tag verteilt so esse. Dann war es das von mir. Bis dahin, euer Lennart.